Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Feuerwerksprospekt. Diesmal, wie ihr es hier vielleicht schon erkennen könnt, das Prospekt von Norma. Ja, kurz vorher wollte ich noch sagen zum Norma-Prospekt, dass alle Veko-Artikel rausgenommen wurden. Also es gibt jetzt nur noch Nico-Artikel. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt schon mal an. Ist alles in einem extra Prospekt sozusagen. Ja, fangen wir auf der Seite schon mal an. Genau. So, was wir hier als erstes haben. Als erstes haben wir hier den guten Ultimate Mix für 7 Euro. Wirklich sehr gutes Set. Also könnt ihr euch mitnehmen. Auch die Raketen sind richtig gut. Finde ich sogar fast besser als das Fire Fantasy aus dem Lidl. Ja, wirklich sehr schön dieses Set. Dann haben wir nebendran das Rocket Rally für 20 Euro. Mittlerweile würde ich es mir nicht mehr mitnehmen, wie ihr es hier vielleicht erkennen könnt. Hier steht Ballraketen und es gibt nur noch 3 Ringraketen. Der Rest sind nur Ballraketen, also das Set lohnt sich meiner Meinung nach nicht mehr sonderlich. So, dann kommen wir direkt zum nächsten Set und zwar Champ Edition. Genau. Für 10 Euro. Der Preis geht eigentlich in Ordnung. Ich würde sagen, wir Pyros würden es nicht mitnehmen. Ja, es sind hier wieder, ja, wie es hier steht, 7 Raketen drin. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und hier noch 2 solche Glitterraketen. Genau. Hier ganz viel Kleinzeug, ein paar Fontänen. Ja, geht eigentlich der Preis. Dann haben wir Metal Rockets Reloaded. Hier können wir ja mal kurz nachgucken. Vielleicht kennt man es. Eher weniger. Nee, ich kann es auch nicht lesen. Da dürften aber auch viele Ballraketen drin sein. Für 30 Euro meiner Meinung nach dann auch nicht mehr so gut. So, dann haben wir hier Dr. Pyro. Hier steht immer noch Testsieger. Aber wenn ihr hier vielleicht lesen könnt, ist von 2015. Naja, die war mal gut, mittlerweile würde ich sie mir nicht mehr mitnehmen. Da gibt es deutlich bessere Batterien wie die Daredevil aus dem Lidl. So, dann kommen wir direkt zur nächsten Seite. Haben wir hier oben Extended Family. Ja, ist auch wirklich ein relativ gutes Familiensortiment. Preislich, ja, 5 Euro bezahlt man da ungefähr. Sind Metal Rockets ungefähr wie die Metalhead hier oben drin. Ja, und für 5 Euro Kleinzeug. Ich würde es mir nicht mitnehmen, aber preislich wirklich so schlecht ist es jetzt auch nicht. So, dann haben wir hier die High Five Raketen. Das sind alles Ringraketen, also das ist dann schon mehr zu empfehlen für 7 Euro. Zwar ein bisschen teurer als 1 Euro pro Rakete, aber die sind wirklich gut. Also das ist empfehlenswert. Dann haben wir hier die X-Tail Rockets, sind wirklich 3 sehr schöne Raketen mit Treiberantrieb. Aber für 8 Euro finde ich die zu teuer. Die findet ihr auch irgendwo für 6,99, vielleicht aber auch 5,99. Dann haben wir Jewels of Fire. Da haben wir wirklich ein Set, das wirklich sehr gut ist. Es ist wirklich auch ein wirklich sehr schönes Familiensortiment, aber ohne Kleinzeug diesmal. Viele Raketen, 15 Stück, um genau zu sein. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Dann haben wir hier Color Shooter. Das ist eine 180 Schuss Batterie für 6 Euro. Eine Batterie, was für Batterie? Ja, so ein Röhli halt, wo römische Lichter rauskommen. Dann nebendran haben wir eine weitere Neuheit, die Five Shot. Die ist wirklich nicht mal schlecht. Die ist nicht schlecht. Für 5 Euro. Die ist wirklich sehr, sehr schön. 5 Effektbombetten steht es hier auch schon. Also das sind römische Lichter, die am Himmel sogar einen Zerleger haben. Also wenn ihr einen Freund habt und mit dem römisches Licht Wettschießen macht, dann holt ihr hier euer Teil raus. Ja, und euer Freund kommt dann mit so einem kleinen römischen Licht an. Ja, gut. Ja. Dann haben wir fettes Fass, meiner Meinung nach zu teuer. Das ist eine Vierer-Batterie. Ja, besteht halt aus Fontänen. Ja, da würde ich euch dann, wenn ihr solche langen Fontänen mögt, eher die Oceans of Light aus dem Lidl empfehlen. Funky Fontaine,
Für 2,99 auch eine Neuheit, glaube ich. Ja. Oder neue Effekte. Ja. Für 2,99 kann man sich drüber streiten. Das geht vielleicht sogar auch. Dann haben wir die neue Collection aus Norma. Die Unicorn Collection. Hier haben wir als erstes wieder eine Unicorn Fontäne. Für 2,99 auch eine Dreier. Ja. Auch wieder Fontäne für 2,99. Geht es sogar in Ordnung. Unicorns Herd. Das ist ja auch wieder Fontänen, ja. Da steht es auch, Effekthöhe bis zu 4 Meter. Also es kann auch nichts anderes als eine Fontäne sein. Ja, für 10 Euro. Nicht gut. Dann haben wir Unicorn Fire. Ja, da ist ein Kaliber bis 25 mm. Das ist eine Fontäne mit eingebaut, aber es kommen auch Zerleger raus. Ja, für 6 Euro muss man selbst entscheiden. Dann haben wir wirklich eine Top-Batterie aus dem Lidl. Die Outlaw, die ist wirklich schon sehr, sehr lange drin. Ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Batterie für 7 Euro. Die ist wirklich sehr empfehlenswert, wenn ihr zum Norma geht. Müsst ihr die eigentlich mitnehmen. Dann haben wir wieder eine Neuheit. Hier, Mystical Night. Das sind, glaube ich, viele kleine Batterien. Zu vergleichen mit Jewels of Sky. Ja. Dann haben wir für 4 Euro eine 100-Schuss-Batterie. Standardpreis. Hier haben wir die Alien. Das ist auch eine Pfeife-Batterie. Für 2,50 Euro. 50 Schuss. Etwas teuer, würde ich nicht mitnehmen. Dann haben wir wieder eine Top-Batterie. Die hatte ich jedes Jahr bisher, seitdem ich Feuerwerk einkaufe. Mephistus Fire für 4 Euro. Wirklich eine Top-Billig-Batterie. Schön abwechslungsreich, Riesenausbreiter. Ja, dann haben wir hier einen Standard-Heuler für 9 Euro, 300 Schuss. Der geht auf jeden Fall. Aber im Sonderpreis-Baumarkt kriegt ihr das Ganze um 1 Euro billiger. So, dann kommen wir zu den letzten 6 Artikeln der Seite. Haben wir hier zuerst die Supreme Shots. Ich glaube, die waren letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Neuheit. Die sind wirklich sehr gut. Das sind 3 Bombenrohre mit 30 mm Kaliber für 5 Euro. Die sind wirklich gut. Die könnt ihr euch mal zum Vergleich auch noch die aus dem Lidl, die Sky Shots mitnehmen und die mal vergleichen. Dann haben wir hier Katan. Das ist ein Böller-Sortiment für 4 Euro. Das ist wirklich nicht mal ganz so schlecht. Sonst waren ja immer Weko-Böller, wurde ja rausgenommen. Kann man gut mal vergleichen. Nico-Böller gibt es ja jetzt nicht überall. Hier haben wir wieder ein Batteriesortiment für 10 Euro zu teuer. Nehmt lieber aus dem Aldi das Art of Light mit. Hier, Fantasy Lights. Ja, brauchen wir auch nicht viel zu sagen. Sind auch viele Fontänen drin für 9 Euro zu teuer. Hier haben wir wieder ein paar Bombenrohre. Die Shooting Stars. Das sind 10 Bombenrohre. Die haben nicht wirklich einen Zerleger am Himmel, so ein Knisteraufstieg eher, ja. Und hier wieder eine Neuheit von Norma und Nico auch selbst. Also die gibt es auch jetzt das erste Mal von Nico. Die Crackling Balls. Ich bin gespannt, wie die sind. Ich werde mir die auf jeden Fall mal mitnehmen. Die von Xplode hatte ich schon. Ja, und von Leslie auch schon. Kommen wir zur letzten Seite. So. Kommen wir zu einigen großen Batterien, haben wir hier ganz oben Metal Shots für 40 Euro. Die ist wirklich empfehlenswert für Leute, die nur einmal anzünden wollen. Die Kaliber ist groß, Effekte am Himmel auch wirklich sehr, sehr schön. 150 Schuss, konstant, keine römischen Lichter, 40 Euro, top Batterie. Ja, hier steht es auch schon, 2000 Gramm NEM, sind 4 verbundene Batterien. Ja, dann haben wir Peacemaker für 60 Euro, ja, meiner Meinung nach etwas zu teuer. Der Kaliber beträgt nämlich nur 20 bis 18 mm. Ja, es sind auch ein paar Kometen dabei. 158 Schuss, da würde ich eher zum Metal Shots greifen. Turbocharger. Keine Ahnung. Ja, 25 Euro, 126 Schuss. Ja, Kaliber wieder 19 mm. Ja, was soll man dazu sagen, sind auch wieder ein paar römische Lichter dabei, aber für 25 Euro, der ist nicht mal so schlecht. 600 NEM, hier steht mal aber schon viele Kometen auch wieder drin. Da müsst ihr euch selbst überlegen, ob euch sowas gefällt. Ja,
Dann haben wir die Monster Blaze, hier 500 Gramm NEM, 29 mm Kaliber. Die hat es schon in sich. 25 Euro, 36 Schuss, sind nur Zeleger dabei, mit schönen Gold- und Glitzer-Effekten, ja. Die ist nicht mal schlecht. Da könnt ihr euch selbst mal das Effekt-Video anschauen. Hier ist der QR-Code. Die gefällt mir richtig gut eigentlich schon. Dann haben wir die Fire Rider. Das ist eine Neuheit aus dem Jahr. 500 Gramm NEM auch wieder. Ist eine 68 Schuss Batterie für 30 Euro. Ja, auch hier wieder einige Kometen, ein paar Zerleger, aber Großteil auch wieder Kometen. Würde ich nicht mitnehmen. Dann unten drunter haben wir The Boss. Auch wieder 600 Gramm NEM. Okay. Effekthöhe bis 30 mm und 75 Sekunden Brenndauer. Na, wird wahrscheinlich ein bisschen langsamer geschossen, wenn man Sekunden und Schusszahlen miteinander vergleicht. Ja, ist ein Vierer Verbund mit 18 mm Kaliber. Ja, auch wieder einige Kometen dabei. Dann haben wir nebendran Riders in the Sky. Auch eine Neuheit für 30 Euro, 146 Schuss. Bis 600 Gramm NEM steht es hier auch wieder. Das ist ein 5er Verbund mit 20 mm Kaliber. Ja, der hört sich nicht mal so schlecht an. Aber am Anfang sind viele Crackling-Pfeifer dabei. Also ja, da gehen ziemlich viele Schüsse dann auch wieder weg. Monster Burner direkt unten drunter. 63 Schuss für 20 Euro auch wieder bis 500 Gramm NEM. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja, 20 mm, relativ kleiner Kaliber, für 20 Euro meiner Meinung nach zu teuer. So, dann haben wir nebendran die Tornado Fire für 18,50 Euro Schuss, sind keine Kometen drin. Wirklich schöne Zelege auch am Himmel, nur 20 mm, der ist oben! 20 mm, hier steht's. Ja, wirklich sehr schön, Goldpalmen, Silberpalmen mit Crackling-Aufstieg. Vom Crackling-Aufstieg mit dem Palmen ähnelt sehr der Daredevil meiner Meinung nach. Für 18 Euro geht es aber noch. Ja, das war's dann auch schon mit dem Norma Feuerwerksprospekt 2020. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern noch ein Abo da und gebt dem Video ein Like. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao.